So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zum Creative Server Let's Play. Genau. So. Badam, bam, bam. Schwupps, dann gucken wir mal ganz kurz. Wir haben genau das mit dem mit den Pipeworks und dem Mesocon haben wir bereits fertig. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich anfangen, unser Haus quasi das Mauerwerk fertig zu bauen. Sollte funktionieren. Ja. Beziehungsweise, wir wollten noch erstmal wir wollten erstmal Bäume fällen, weil wir halt noch Holz brauchen für die ne, ja, für die Außenhaut quasi vom Gebäude halt. Da hatten wir uns, glaube ich, sogar schon was zurechtgepackt, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Genau. Okay, das heißt, wir können direkt loslegen. Ups, war die falsche Taste. So. Könnt doch mal wieder hier am Feld arbeiten, ey. Ist ja hier ungenutztes Potenzial. Was ich auf jeden Fall mal mache, sind hier die Dinger. Die nehme ich mal genüsslich mit. Oh. Fällen wir hier auch was? Nee, nicht jetzt so. So, wir könnten eigentlich die Bäume hier vorne mal. Nee, die Bäume hier vorne lasse ich. Nee, nee. Zur Not gucken wir mal, was wir für Saplings haben und machen hier hinten nochmal so eine Farmlandschaft. Warum wachsen hier hinten die Kakteen und da vorne nicht? Hat das irgendeinen besonderen Grund? Aber wahrscheinlich, weil das noch in einem aktiven Bereich war, als wir hinten gebaut haben. Vielleicht deswegen. Das könnte sein. Das könnte sein. So, okay. Genau. So, dann hauen wir da hinten mal die ganzen Bäume weg. Dann bekommen wir Saplings. Und. Ja, siehst du, unser Kiesproblem hat sich jetzt erledigt. Ne? Können wir jetzt immer irgendwo Cobblestone hinlegen und dann mit dem Hammer einmal draufhauen. Dann ist es ja Kies. Genau. So, Bäume. Ich fange hier vorne an. Ach ja, unsere Felder. Sehr schön. Was ist hier los? Das wächst ja eher so wenig. Schon irgendwo Saplings bekommen? Nee, ne? Doch, Hammer. Das heißt, ich kann hier schon wieder einen Baum einpflanzen, dann kann ich hier wieder einen Baum einpflanzen. Zwei brauchen wir. Oh, jetzt. Du musst doch Erde hinpacken. Und dann war hier noch ein Baum. Oder waren ja auch zwei? Nee, kann nur ein Baum gewesen sein. Na gut. Da kommt da ein Baum hin. Und da brauchen wir zweimal Erde. Ich habe genau kein Mal Erde. Dankeschön. So, Erde. Du kommst mal nach da. Genau. Und dann brauchen wir hier noch welche. Kann ich ja nicht direkt so lassen. Ist das mein Sichtweitensuch eigentlich? Nee. Ist mein Rechner gerade der stockert so oder ist irgendwie so ausgelastet, so semi ausgelastet? Habe ich im Hintergrund was offen gelassen? Weiß ich gerade gar nicht. Kam gerade von der Schule und habe mich einfach direkt in die Aufnahme gesetzt. Weiß jetzt gar nicht, was im Hintergrund noch alles läuft. Da ja bei meinem Rechner chronisch einfach mal alles läuft.
So, okay. Dann machen wir die nächsten Bäume weg. Hier hinten, die ganzen Dinger. Schön. Ja, die ganzen Blätter, was wir. Na gut, haben wir wieder schon viel Brennmaterial, ne? Haben wir letztens gerade schon viel verbraucht. Das heißt, ein paar neue Blätter könnten wir durchaus auch mal wieder gebrauchen. Da freuen sich unsere Öfen über das nasse Zeug, das nicht sehr gut brennt. Aber naja, wenigstens müssen wir dafür keine Kohle verbrennen. Und damit sparen wir quasi auch. So, dann fällen wir mal hier ein paar Bäume. Oh, unsere erste Spitzhacke ist damit auch schon fast leer. Oh, wir haben Taler bekommen. Yay! Wir sind voll reich. Jetzt sind die natürlich über diese Dinger, egal. Da wachsen später eh wieder Bäume, von daher wird das vielleicht kein Problem sein. Ja, die Ringbogenspitzhacke geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Spitzhacke? Nein, Axt. Ich habe überall Bäumchen gepflanzt. Ich muss hier auch noch ein Bäumchen hin. Sieht hier so kahl aus. So. Ne, Bäume können ich haben. Das soll hier ein dichter Wald bleiben. Hier sind schon genug Bäume. So, hier sieht es ein bisschen kahl aus. Warum sieht das hier so kahl aus? Wir sind doch hier doch nicht auf der auf der Karl-Marx-Straße. So. Okay. Ja, so ein dichter Wald, so ein Fichtenwald oder Tannenwald oder was auch immer das hier ist. Ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen dichter hier ist. Vor allen Dingen umso mehr Holz haben wir in der Zukunft. Und da ich gerade eh auch diese Saplings habe und nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll, machen wir hier mal ein bisschen dichteren Wald. So, dann machen wir mal hier vorne, genau hier vorne machen wir noch die Bäume weg. Genau, die 5 hier. Den Ast lasse ich liegen. Der ist für Atmosphäre. Und für Probleme. So, hier kommt ein Bäumchen rein, da kommt ein Bäumchen rein, hier kommt ein Bäumchen rein, hier kommt ein Bäumchen hin. So, da ist bereits eins. Da einer, da einer. Und irgendwo war da jetzt noch einer. Waren die letzte. Hier sind zwei, da ist einer. Hier ist auch einer. Manu. Ist auch egal. Pflanze halt manuell noch ein paar. Da zum Beispiel. Und dann noch hier zum Beispiel, weil die Gegend hier sieht ein bisschen sehr kahl aus. Was habe ich denn hier gemacht? So, kann man nämlich hier noch ein paar Bäume hier oben mit hinpflanzen. Da setzt die sich nicht schon wieder so ab. Das passt dann optisch ein bisschen, der wird hier ein bisschen dichter. So, perfekt.
alle Saplings wieder aufgebraucht. Kann also keiner sagen, dass wir nicht gut Dingsdamm bumsdamm, weil wir züchten alle Bäume, die wir gefällt haben, wieder auf und sogar noch mehr. Also von daher easy. So, jetzt haben wir genug Holz, da hinten mal hier unsere Dinge fertig zu gestalten. Die Frage ist halt nur, wie hoch das Ganze. Und dazu wäre die Frage, wie wir das Ganze konstruieren. Ob, wie gesagt, den Querbalken wollte ich eigentlich auf der Höhe hier machen. Nun könnten wir den Querbalken aber auch eins oder sogar gleich zwei höher machen. Dann haben wir hier so einen Luftspalt, wie ich auf der letzte hier bei dem Sonder-Let's Play von Mindclone, da hatte ich ja dieses kleine Lager genauso gebaut. Die Frage ist, dadurch, dass das hier vom Inf-Konstrukt schon relativ hoch ist, ob das denn nicht zu hoch wird. Von daher würde ich mal sagen, nee, machen wir mal hier lieber nicht. So, das heißt, du kommst dahin, dann kommt noch einer rauf. Das war perfekt. Oh, das schockert es jetzt wegen dem Typ. Aber hier gehen doch gerade gar keine Items durch. Seltsam. Naja. So, und jetzt kommt da so ein. Was? Hä, wieso ist das schon so hoch? Oh, ist das schon alles für. Ach, Scheiße. Ach Gott, Alter. Das war ja mal wieder typisch. Das war jetzt ein zu viel jeweils. Danke dafür. Ihr hättet mich auch mal vorwarnen können. Hä? Was zur Hölle? So. Jetzt kommt's. Und zwar brauche ich jetzt. Ich mach's mal mit Blättern. Ach, komm ich mal so hier. So. Jetzt kann ich da den Baum gegen bauen. Einmal so. Und jetzt einmal so. Wunderbar. Boah, ich bin ja richtig bewölkt. Alter, wie im echten Leben hier. Draußen ist gerade auch ultra bewölkt. Ist ja gerade Sturm. Perfekt. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann haben wir schon mal ein richtig schön idyllisches Idyllie. So, du kommst noch da. Holbauweise easy. Hauptsache man spart Materialien. Das ist das Wichtige. Das einzig Wichtige. Die Frage ist sowieso, ob überhaupt unsere ganzen Bricks reichen, ne? Also hier das rote Gestein hier, das rote, wie auch immer man das nennt. So, nächste Frage. Wie machen wir das jetzt hier gestaltungstechnisch? Machen wir hier auch noch so eine Dinger hoch? Nee, ne? Nee, es wird zu viel. Ich mache einfach nur einen Ast durch und der geht einfach komplett einmal von links nach rechts. Oder ich mache den sogar eins höher, dass er quasi auf dem anderen aufliegt. Nee, das wäre dann andersrum sinnvoller, wenn der quasi dann unter dem wäre. Das würde dann aber den Eingang hier extrem klein machen. Hätte ich den doch eins höher machen müssen, was dann wieder. Oh Gott, Alter, so viele Fragen. Nee, lassen wir so. Ne, meine Idee war halt gerade, den Ast doch hier eins höher zu machen, dass er quasi auf dem Querbalken hier aufliegt. Aber nee. Nee. Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh. Easy. Läuft doch. Sichtweite von null.
Weil es immer noch stockert. Also es liegt definitiv nicht an der Grafikkarte, aber ich habe wahrscheinlich im Hintergrund noch irgendwas offen, was CPU-Leistung zieht. Die ganze Zeit. Und hoffentlich ist das nicht die Aufnahme. Sehr schön. So, Alter, wie bewölkt das einfach ist. So richtige Wolkendecke drüber. Einmal komplett durchgehend. Nice. So. Was wir jetzt tun, ist rotes Gestein, war gar nicht dabei, logischerweise. Ne, diesen roten Gestein holen. Erstmal so hochschlagen, wie wir brauchen. Wir brauchen hier 4. Da noch, also wir machen einmal hier 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also jetzt da insgesamt 14. Und das dann 2 hoch, sind wir also bei 28. Und das dann auf allen 4 Ecken, da sind wir bei 28 mal 4 und das macht 112. Easy. Wir brauchen also 112 von diesen roten Dingern, von diesen roten Steinen. Nein. Ja. Dankeschön. Alter, kommt mir gerade so ein Schmetterling direkt vor die Fresse. Was ist denn hier los, Alter? Kommt gerade voll erschreckt, weil sie gerade vor lang fliegt, aber. Hä? Alter, der muss ich ja gerade. Ja, ich war gerade extrem nah einfach an dem dran. Alter, wie der auch einfach genau auf Sichthöhe fliegt. Voll großer Schmetterling. So klein ist er normalerweise. So klein ist der, ja? So. Guckt ihn euch an. Ist ja ein Witz. So, da gehen wir mal rein ins Haus. Die Welt geht gerade unten. Man sieht hier von innen gar nichts mehr. So, Steine. Erstmal packe ich hier das Holz rein. Da haben wir jetzt soweit alles, hoffe ich mal. Wir haben 91. Das heißt also, wir haben fast genug, aber ein bisschen fehlt uns noch. Sehr schön. Ziegelstein. Aus was macht man nochmal? Lehm, ne? Genau das hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob man das direkt aus dem Block macht oder ob man man macht die Steine. Okay. Das heißt, ich brauche diese kleinen Klumpen. So, war das jetzt hier möglich, die Dinger zurück? Ja, genau, hier ist es nämlich möglich, die Dinger wieder zurückzuformen. Und deswegen habe ich mich damals bei meinem Klon, bei dem Special Let's Play so abgekackt, weil da ging genau dieses Zurückmachen zu diesen kleinen Klümpchen, ging da nämlich nicht mehr. Das war natürlich ein bisschen scheiße. So, okay, also wir brauchen von diesen Blöcken 100, was hat gesagt? 112, ne? 28, genau, 112. 28 mal 4. Das heißt, bei 112 brauchen wir jetzt noch ungefähr so 21 Blöcke. Richtig? Doch, genau, 21. Nein, 31 brauchen wir. Wir brauchen 31 Blöcke. So. Hä? Nee, 112. Ich war gerade bei 122, warum auch immer. Also doch, 21. Alles gut. Alter, schnell weg zu machen. Schnell weg hier. Darf keiner merken, wie Point AFK schon wieder bin hier. So, dann werdet ihr einfach mal kurz alle eingebacken. Ach, wir haben sogar noch welche. Na, schau mal einer, guck. Schau mal einer, guck, da war ja was. Holla die Waldfee. Hier sind Blätter drin, ne? Ja, okay, dann schmeiß mal die ganzen Blätter hier raus. Mach mal hier überall Nadeln rein. Ach, sind sogar schon Nadeln drin. Nein, das bitte nicht. So, danke. Hä? Hey, was macht denn der? Wieso war der? Danke. 99, sehr schön. So, sind hier auch Bricks drin? Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Dann kann ich die Dinger doch wieder hier rein zurückpacken. Bitte einmal so. Und einmal wieder zurück mit dir. Von den Büchsen brauchen wir auch nicht alle. Dann mache ich erstmal, ne?
1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, und die restlichen kommen wieder zurück. So und alles. Jetzt habe ich, genau, 112, perfekt. So, die restlichen Steine, die können wir eigentlich, kann man aus denen wieder Ziegelsteine? Okay, gut. Dann kombiniere ich euch nämlich auch direkt. Danach haben wir das auch fertig. So, und dann kommt ihr nämlich hier in die wunderschöne Kiste mit rein. Perfekt. Ja. Okay. Sehr schön. Achso, halt, dann können wir gleich noch die Materialien mitnehmen, die wir fürs Dach brauchen. Die Frage ist, aus welchem Material machen wir jetzt das Dach? Ich würde da tatsächlich ein Holzdach nehmen. Aber ein schön dunkles Holz, wenn wir schon ein Holzdach nehmen, oder eher so hell? Wir haben dunkelrote Steine, das heißt, es sollte sich davon schon kräftig abheben. Na, guck, was haben wir denn für Holz? Wir haben ja Dschungelholz, haben wir gar keins. Wir haben nur noch das normale Holz oder Kiefernholz. Das heißt, wir müssen dann erstmal einen Dschungelbaum abfällen. Und wisst ihr was? Dann machen wir es uns mal schnell und züchten einfach mal so einen Mammutbaum. Dann haben wir genug Dschungelholz für alle Fälle. Was rührt hier gerade? Zeppelix, ist doch hier drin. Du Vollidiot. So, Dschungel. Gummibaum, Alter. Dschungel. Wieso haben wir keine Dschungelsetzlinge? Hallo? Doch, da, Truppensetzling. 5 Stück gerade mal. Ja, leck mich doch an den Eiern. Gut, dann fällen wir mal ein paar Dschungelbäume. Geht ja mal gar nicht. Was ist denn hier los? Gehen wir mal noch mal nach hinten und holen uns mal ein paar Bäume. Das ist ja hier. So, genau, hier fängt der Dschungel an. Ich klaue am besten die aus dem Wasser. Nein, wäre eine schlechte Idee. Ich klaue die hier hinten aus dem Wald. Die im Wasser ergibt so eine schöne Landschaft. Vor allem ergibt es von weiter weg so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und den zu klauen wäre dumm. Das heißt, stattdessen nehme ich das hier weg. So, na dann. Her mit euren schönen Dingern. Tablet bitte zu mir. Yay, wir haben ein Sapling bekommen von dem Baum. Guck mal, was hier noch so runterfällt. Hoffentlich ein bisschen mehr. Tja, ich glaube, ich weiß, warum wir so wenig Saplings haben. Na gut, wobei wir haben 4 Stück pro Baum bekommen, das geht eigentlich sogar. Warum fließt das Wasser nicht zurück? Hier ist doch frei bei dem Block, oder? Bist du... Ach doch, okay, du bist im Block drin, nicht? Okay, danke dafür. Arschloch. So, hier ist ein doppelter Baum. Und einfach... Boah, egal, wir köpfen einfach mal mit ab hier. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir hier dabei nicht die Spitzhacke kaputt machen, die Axt. Weil die Bäume halt sehr groß sind und wir damit sehr viel Holz mit einmal abernten. Und da kann man das dann durchaus schnell unterschätzen. Machen wir da ein Bäumchen hin und da ein Bäumchen hin, dann alle wieder glücklich. So, hier sind keine Dschungelbäume, hier sind doch, aber diese sind mir alle ein bisschen zu nah beieinander. Hier fälle ich garantiert gleich mehrere mit einmal und darauf habe ich keinen Bock, aber hier ist noch. Hier sind noch 2 für die, oh, okay, sind doch 3, ah ne, hier ist eine Lücke zwischen. Ach, die sind aber oben verbunden. Ich riskiere es trotzdem, sollte passen.
Drei Bäume sollte unsere Spitzhacke auf jeden Fall noch hinbekommen. Ansonsten, wenn wir sehen, sie wird doch zu Ende kommen, wir haben mit der Schleichtaste können wir jederzeit doch wieder abbrechen. Wenn das doch zu heftig wird. Aber pro heftig, ich glaube mal, unser Hunger wird eher ein Problem gerade. Alter, die Axt ist ja wirklich schon fast tot, ey. Also noch ein Baum hätte es nicht sein dürfen, sonst wäre die Axt jetzt weg. Das war ja gerade, ich habe gerade die ganze Zeit gespannt darauf geachtet, dass das Ding auch ja nicht, ne, also wenn das Ding nur noch ein Pixelbrett gewesen wäre, dann hätte ich einfach mal kurz hier umgewechselt und dann den Rest mit dem Tal abgebaut. Aber es hat ja tatsächlich sogar funktioniert noch, sehr schön. So, hier wieder. Ach, das waren sogar vier Bäume. Ja, leck mich am Arsch. Das erklärt natürlich einiges. Lol. So, jetzt dürfen wir genug Holz haben. Genau. Das sollte fürs Dach ausreichen. Und wir haben gleich mal... Am besten setze ich direkt hier ein paar Saplings hin. Also so Mammut-Setzlinge, damit wir hier auch mal ein paar große Bäume haben, die wir auch mal zur Not irgendwie abschlachten können. Das machen wir direkt mal. Drei große Saplings bekommen wir heraus. Das ist sehr schön. Einen packen wir direkt hier hin. Hier ist so eine schöne Lichtung. Dann packen wir hier noch einen hin. Und ich würde mal sagen, hier unten noch einen. Das sollte dann funktionieren. Da haben wir hier so drei große Mammutbäume, die wir dann auch später mal abfällen können, denn immer mal so ein bisschen so. Wenn wir halt Holz brauchen oder Dschungelholz vor allen Dingen. Ja, und dann haben wir eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Dann können wir uns also in der nächsten Folge dann direkt dran machen, hier die Bricks da hinzusetzen, die Pflastersteine oder wie die Dinger heißen. Und dann auch das Dach gleich mal direkt anzufangen. Dafür bräuchten wir aber dann auch noch das Replacement-Tool. Das sollte ich nicht vergessen. Replacement-Tool, wo bist du dann? Da bist du. So, erstmal die ganzen Blätter hier ausblättern. Was? Oh, nein, ich wollte nichts ersetzen hier. Ne? Ja, das Replacement-Tool ist immer schon gefährlich. Ach halt, Blätter kommen in die Blätterkiste. Was tue ich denn da? Haben wir noch mehr normale Blätter? Ja, nein, jetzt haben wir Truppenblätter. So, und noch eine. Erst lesen, dann klicken. So. Jetzt haben wir hier eine Kiste voll normale Blätter. Was ist hier drin? Gar nichts. Gut, da kommen hier die ganzen anderen Dinger rein. So, Kiefern und jetzt noch Truppenblätter. Sehr schön. So, du kommst damit hin. Und genau. Jetzt haben wir eine Axt, haben wir. Wir brauchen die Axt repariert ich ein bisschen gleich mal. Dann ist unser Hammer auch wahrscheinlich gleich weg. Ja. Sehr schön. So. Dann haben wir nochmal hier die Axt, falls wir uns verbauen mit dem Dach. So, aus den Dingen macht er ein bisschen gleich mal hier mit der Säge. Achso, muss ich jetzt mal Holz draus machen. Okay, also unser Dach hat eine Größe von, jetzt muss ich lügen, wir haben 5 mal 4 plus nochmal 5. Also 5 mal 5 plus 2 sind 27 Dachlänge. Und auch Breite? Wie breit ist das Dach? Ich habe keine Ahnung. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal so eine Säge mit und dann, wir haben ja noch nur so eine Säge hier. Da können wir die auch direkt gleich ins Lager stellen und sie so als mobile Säge, irgendwie, keine Ahnung. Sollte passen. So, wir haben die Axt dabei, wir haben das Replacement Tool, wir haben das Material. Wir haben die Ziegelblöcke für den Fall, dass wir uns da verbauen. Nehmen wir gleich mal eine Axt mit. Hatte ich da noch eine im Petoir? Ja, hatte ich. Nehmen wir die damit. Bevor wir dafür eine neue verschwenden, die ich nämlich auch gleich mal mit.
So. Ja, da können wir nächste Folge dann bauen. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, bis dahin und schau mit V.